Ich wünsche mir für meine Azubis, dass sie ihren Weg machen. Und dass sie da ankommen, wo sie ankommen möchten. Mein Name ist Bianca Czichy und ich arbeite bei der KUKA als Ausbilderin für den Mechanikbereich. Ich habe mein Abitur gemacht und habe dann nach der Schule tatsächlich angefangen zu studieren in München. Habe dann aber während dem Studium festgestellt, dass Studium nicht so meins ist. Währenddessen zweifelt man stark an sich, aber im Endeffekt war es gut, dass ich das Studium nicht geschafft habe oder nicht gemacht habe eher, weil es mich einfach auch nicht so interessiert hat wie jetzt zum Beispiel Metalltechnik. Und habe mich dann nach Ausbildungen umgeschaut und habe die Ausbildung dann bei der KUKA gemacht als Industriemechanikerin und hatte die Möglichkeit, in die Ausbildung reinzuschnuppern als Ausbilderin. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen habe ich dann meinen Meister in Metall gemacht direkt und habe jetzt die Chance, dass ich hier als Ausbilderin arbeiten kann. Tatsächlich da, wo ich arbeite, in der Werkstatt, da bin ich am liebsten. Und ich meine, die Werkstatt ist neu, die Werkstatt ist super hell. Wir haben einen wahnsinnig schönen Maschinenpark, einen neuen. Die Maschinen sind genial. Es ist auch wirklich schön, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Also das macht mir Spaß, das bringt mir sehr viel Freude. Natürlich macht es auch Spaß, das Metallhandwerk weiterzugeben, weil das meine Leidenschaft ist und ich gebe gerne Sachen weiter, die mich interessieren. Es macht mich sehr stolz, den Fortschritt zu sehen tatsächlich. Weil von Werkstück 1 zu Werkstück 5 die Lernspanne oder beziehungsweise der Schritt, den sie da machen, der ist so groß. Ich glaube, das Coolste ist, wenn die Jungs und Mädels ihre Roboter fertig haben und die das erste Mal in der Hand haben. Weil die Augen strahlen, die sind super stolz und dieses Funkeln in den Augen, das ist schon klasse zu sehen. Das macht Spaß. Ich wünsche mir, dass ich den Jungs und Mädels ein Vorbild sein kann. Ich meine, mein Weg war auch nicht der geradlinigste. Das weiß ich selber, aber einfach vielleicht in gewisser Weise eine Vorbildfunktion einnehmen zu können und dass sie auch sehen, dass jemand vielleicht, der nicht 100% ganz am Anfang seinen Weg gefunden hat, auch irgendwann ankommen kann. Und wenn man wirklich den Weg geht, der einem liegt, dann geht man hier noch erfolgreich. Industrial Intelligence.